So, hallo und herzlich willkommen zurück in GTA. Wir sind letztes Mal noch davongelaufen von den dicken Leuten da. Na, Scherz, von der Explosion. So, was ist denn das, sag einmal? Aha. So, wir. Das Taxi, das mit dem Taxi funktioniert nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ich stelle mich jetzt direkt davor. So, wieso geht das jetzt nicht? Okay, wunderbar. So, die Musik, das interessiert mich eigentlich nicht. Verstecken, das machen wir. Okay, wunderbar. Wir fahren zurück ins Versteck. So. Dankeschön für die grauenhafte Musik. So, ich würde sagen, ich habe irgendwie meine Brille nicht mehr auf, kommt mir gerade vor. Der Roman, was braucht er? Nico, it's Roman. I was talking to Brucey. The droid monkey? He is a good friend of mine. He'll be a good friend of yours too, if you let him. Anyway, he's got some work and we are in need of money. Meet him at Brucey's Executive Autos on Mohanad in East Hook. If Mallory calls you, we are bowling together. See you later. Okay, naja. Ich werde da mir kurz, so, Entschuldigung, es ist grün bei mir. Ich werde da kurz irgendwie mein Outfit da wegen aufbessern, weil irgendwie ist das nicht mehr da. So, was will der Dimitri? Wir müssen reden, er sei dein Freund Dimitri. Okay. Das löschen wir alles, das braucht man nicht mehr. So, ich kaufe mir da jetzt eine neue Sonnenbrille. Was haben wir noch im Angebot? Irgendwas anderes auch noch. Das schaut mir nicht so toll an. Das haben wir nämlich eh schon gehabt. Na gut, okay, bleibt in der D. Was kaufen wir da? Irgendwas sehr modisches da. Ah, das haben wir eh schon da, das brauchen wir nicht. Was gibt's noch? Aha, gibt einer den Hut. Na gut, dann kaufen wir das auch noch. Und ein paar, so, wer ruft denn schon? Der Little Jacob erst. Na, danke. No, Jacob, I can't just now. No problem, man. Hit me up when you're free. So, eine neue Hose brauchen wir auch noch. Was haben wir da für Hosen? Wunderbar, die kaufen wir gleich. Achso. Und dann brauchen wir noch Schuhe. Nein, Schuhe brauchen wir keine. Nein, neue Jacken wäre nicht schlecht. Was haben wir da? In der Jacke. Wunderbar. Ah, das schaut doch traumhaft aus. Also, okay. Wunderbar. Wir sind jetzt neu eingekleidet und brauchen jetzt ein Taxi. Oder fahren wir zu Fuß? Also, ich meine, gehen wir jetzt. Fahren wir mit dem Auto? So, geben wir das Auto da. So, wir fahren als erstes gleich zum Dimitri, würde ich sagen, weil der ist anscheinend da gleich da vorne. So, Entschuldigung. Dankeschön. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Faust. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too.
No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelica, but we cannot change the rules. See you later. Naja, okay, diese Brille, die ist einfach so geil, das ist ein Wahnsinn, die ist noch fast noch besser als die alte. Die gefällt mir so super toll, dass ich gleich ins Auto steigen muss und wegfahren muss. So, Achtung, meine Türe da nicht zerstören, bitte. Dankeschön. Und wir müssen anscheinend jetzt das Fenster einschlagen. Wir müssen anscheinend den Typen jetzt, also den Mr. Faustin da umbringen jetzt. Perfekt. So, Dimitri, was schreibt uns der Dimitri? Schutz hinterlassen, dein Freund Dimitri. Aha, okay, hat uns einen, Entschuldigung, Victor. Ah, zum Gottes Willen heißt. Okay, wir holen uns da kurz den Schutz, was uns da der Dimitri da gesagt hat. So, Victor, Dankeschön. Okay, das ist jetzt nicht. Haben wir da irgendwo so einen Würstelverkäufer? Nein, okay, schaut. Hoppala. So. Achso, das ist die falsche. Aha, da müssen wir rein. Niko! Niko Bjelica. You and Dimitri are taking over now. This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri, my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen, had I not been there, meet for some gin monkey! I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Okay, die haben ziemlich viel Geld mit, so wie es ausschaut. So. I made you what you are, Niko. I don't mean people. Help me. Okay, wir müssen anscheinend noch laufen. You took things too far. So. Okay, die haben haufenweise Geld mit, das ist sehr schön. So, ich muss nach draußen, schnell, bevor uns da der Dimitri, der Faustin da davonläuft.
Perfekt. So, die haben alle Haftfässer. Haufenweise Geldmitter. So, ich muss da rauf, Entschuldigung. Okay. So. Autsch, das hat wehgetan. So, Achtung. Gott, das will nicht. Betrayed by Dimitri and by you. Too kind. That's what I was. Too kind. I led the snakes into the nest and they destroyed everything. I gave them everything and they took everything from me. Now they've sent you to take the only thing I have left. You have got me cornered. There's nowhere for me to go. You betrayed yourself, Mr. Faustin. Okay. Ich würde sagen, wir schubsen ihn da runter, wenn es geht. Okay. Oder wir schießen ihm einfach ab. Aha. Naja, wunderbar. Dann haben wir umgelegt. So, ich würde sagen, wir verschwinden jetzt. Am besten irgendwo hin, wo man runter kann. So wie da. Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Okay, so. So, lass mich da drüber, da hörst du, was ist denn da los? Dankeschön. Und dann da noch runter. Perfekt, wunderschön abgerollt. So, was ist das für ein Auto eigentlich da? Das schaut mich gut an. Dankeschön, das gehört jetzt mir. Aha, das ist wieder unser Mercedes. So, wir fahren. So, weg da. Wir fahren zum Mr. Brucey, würde ich sagen. Der irgendwo da unten herum fährt. So. Weg da. Unmöglich, die Leute da hörst du. Du kannst die mit dir anrufen und so. Aha, ja, das machen wir natürlich. Okay. Dimitri, you got my money? I have it. Meet me at the warehouse on Maganet in Downtown Broker. Come along. Aha. Also jetzt habe ich eine neue Mission gestartet. So, ja, und wo muss ich hin? Aha, der Little Jacob ruft mich an. Alright, my brother. Me and him Russian and seriously vexed you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. We know you're wicked, but them boys are some dog ass, you know. I'm not afraid of him. Yeah, my eyes can't see, the heart can't leave, but, you know. Me, I'll come with you. Where's the place? A warehouse on Mohanit. I know the one. You see around the back. Ah, so. Das ist doch gleich da vorne. Interessant. Also, das ist so ein Zufall. So. Ah. Blöde Kisten, da heißt, kann man da nicht niederfahren oder wie? Ah, da ist ja schon der Jacob. Wunderbar. Short bites, huh? You don't know, but I've been seeing star. Hey, Nico. Glad you can make it. Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Russ, where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Okay, es geht los anscheinend.
Wunderbar. Okay, es geht wirklich los. Autsch. Das tut weh. So. Weg mit diesen Typen da. Komm vorwärts, Raster. Okay, dann gehen wir vorwärts zum Raster. So, gehst du weg da jetzt endlich, da heißt. Perfekt. Was? So. Lauf mal da geschwind herüber da. So, da geht's zu, hörst, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja nicht normal, hä? Quatsch. So, wo ist der eine Typ da? Da ist irgendwo einer, glaube ich. Okay, der Raster ist auf jeden Fall da. Quatsch. So. Schaut schon besser aus auf jeden Fall. Ich werde da. Quatsch. Ah, das Deck gehört zu mir, okay. So, da oben war noch irgendwo einer. Okay, die zwei laufen weg jetzt da. So. Ah, da oben ist noch einer. Perfekt. So. Wunderbar. Gehen wir da nach vorne und sammeln. Quatsch. Sammeln da noch die ganzen Waffen auf. Perfekt. So, perfekt. Okay. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir wegkommen von da. So, wunderbar. Werde deinen Fahndungslevel los. Okay. Da sind die Bullen, Jacob. Da sind sie. Okay, shake mal das fucking Pigs einmal. Da sind wir auf jeden Fall richtig, würde ich sagen. Achtung, Achtung schon. So, okay, wir haben es anscheinend schon fast verloren. So wie es ausschaut, schaut es gut aus. Perfekt. Okay, bring Jacob zurück zu seinem in sein Café. Okay, wir haben es geschafft, die Ballerei, wunderbar. So, Entschuldigung. I didn't know that Mr. Bogren was here in Liberty City. If I could have killed them all then and there. Just chill, Nico, man. One at a time. One quarter field basket. See? We find out where Dimitri is then. Bam! Take the rest of them out. Just keep your head down until then. Fucking Dimitri. Maybe kill Faust and then so, sell him down God, the river. Just call Nico. The boy is a general, you know, see? He's gonna make his own downfall. So, um Gottes Willen, jetzt habe ich da schon wieder Fahndungslevel, heißt, das ist lästig. Jetzt muss ich da erst recht wieder entkommen. Ach Gott im Himmel, nur weil ich da diesen Typen niedergefahren habe, der was eh so lästig war. Da kann ich wirklich nichts dafür. So, das Café ist eh irgendwo da vorne, glaube ich. So. Himmel Maria, da heißt. Okay.
Boa, boa. So, und jetzt nochmal auf Deutsch bitte noch einmal. Aha, da kommen schon wieder neue Bullen, wunderbar. So, wo ist das? Ah, da war sie, okay, wunderbar. So, Victor, jetzt, Himmel Maria, jetzt, was war denn da, ich bin doch gerade in das Dom reingefahren, oder nicht, heißt. So, Victor, heißt, ich hab da keine Zeit für so einen Scheiß. Ja, sehr recht, Jacob, alles in Ordnung, braucht sich da nicht so aufzuregen. So, wunderbar, aber jetzt fahre ich keinen Typen mehr nieder, da schaue ich drauf. Weil sonst geht es doch noch 5 Stunden, bis dass wir das da endlich geschafft haben. So, da vorne. Ach, Gott im Himmel. So. Entschuldigung. So. Ah, da ist okay, da bin ich vorbeigefahren. Hey, thanks for your help, Jacob. One love, my brother. Okay, One Love Raster, und ich würde sagen, wir warten da jetzt nochmal und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin. Ciao.